Die E3 ist in vollem Gange und alle bekannten Spielehersteller und Publisher präsentieren der Masse ihre neuesten, in der Entwicklung befindlichen Games. In dieser Videoreihe zeige ich euch die Game-Highlights der Messe, aufgesplittet nach Publishern, und es kann natürlich sein, dass die Spiele in einigen Pressekonferenzen doppelt gezeigt wurden, diese habe ich jedoch dann dem jeweiligen Publisher zugeordnet, sodass ihr kein Spiel doppelt sehen werdet. Dann geht's auch weiter mit Sony, denn die hatten auf ihrer Pressekonferenz einiges im Gepäck und deshalb geht's auch gleich nach dem Intro los. Den Anfang macht hier wieder ein Spiel, von dem lediglich ein Render-Trailer gezeigt wurde, auf das aber gerade PS4-Fans schon gewartet haben, nämlich Uncharted 4 A Thief's End. In diesem Teil muss Nathan Drake eine Verschwörung aufdecken und das, obwohl er seinen Job als Schatzjäger schon lange aufgegeben hat. Dies wird den Spieler und Nathan wieder über den ganzen Globus führen und man darf also gespannt sein, was Naughty Dog uns mit Uncharted 4 präsentieren wird. Auch zu Destiny und The Order 1886 gab es Neues zu sehen. Während zu Destiny ein toller neuer Render-Story-Trailer präsentiert wurde, gab es zu The Order einen tollen Gameplay-Trailer plus richtiges Gameplay-Material zu sehen, das einen ersten guten Eindruck vermittelte, und wenn das Setting am Ende dann auch wirklich so gut rüberkommt, wie es bisher angepriesen wurde, dann steht uns mit The Order ein richtig cooler Shooter ins Haus. Für viele war es das Spiel des Abends, und das obwohl No Man's Sky von Hello Games eigentlich nur ein Indie-Spiel ist, aber komplett zufällig generierte, unerforschte Planeten gemixt mit packenden Weltraumschlachten und einer tollen Optik klingen einfach zu gut, um es nicht gut zu finden. Hoffen wir mal, dass Hello Games wirklich das halten kann, was es verspricht, und falls ja, dann steht uns ein Spiel ins Haus, was noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird. Wie einige von euch wissen, liebe ich ja Dark Souls und dementsprechend hat mich die Ankündigung eines neuen Spiels von From Software natürlich sehr gefreut. Noch ist nichts über den Demon's Souls Nachfolger Bloodborne bekannt und es wurde auch nur ein cooler und durchgestylter Render-Trailer präsentiert, aber ich denke, sie werden auch bei diesem Spiel nicht viel falsch machen und der bockschwere Schwierigkeitsmodus wird wieder viele Spieler ins Pad beißen lassen. Eine Fortsetzung hält auch, und das dürfte vor allem die kleinen und kreativen Fans unter euch freuen, Little Big Planet. Denn auf der E3 wurde der dritte Teil der Reihe angekündigt und der soll schon im November erscheinen. Das Spiel erweitert dann den umfangreichen Editor nochmal um viele Elemente, führt neue Charakter ein und wird sowohl auf der PS4 mit verbesserter Grafik als auch auf der PS3 laufen. Und das Beste daran ist, dass ihr alle bereits von Spieler erstellten Leveln aus den Vorgängern auch im dritten Teil spielen dürft. Und das sind eine ganze Menge, denn das dürften so um die 8,7 Millionen Level sein, die ihr euch stürzen dürft. Zu guter Letzt gibt's noch eine Überraschung, denn im Vorfeld wurde schon bekannt, dass das deutsche Studio Jager ein Spiel präsentieren wird, und nachdem der Shooter Spec Ops The Line international gute Wertungen abgeräumt hat, waren natürlich alle gespannt, wie es mit dem Studio nun weitergehen wird. Dementsprechend waren viele überrascht, dass Jager den offiziellen zweiten Teil zu Dead Island entwickeln wird und dass dazu auch gleich ein Render-Trailer präsentiert wurde. Da kann man nur hoffen, dass sie nicht dieselben Fehler machen, wie es damals beim ersten Spiel gab, und sich ein bisschen mehr anstrengen, sodass es vielleicht dann im Endeffekt langfristig gesehen ein bisschen mehr Spaß macht. Sony hat natürlich noch viele weitere Spiele vorgestellt, aber das hätte den Rahmen gesprengt. Und deshalb gibt es wie immer die Frage, was hat euch von der Sony-Pressekonferenz am besten gefallen? Ein Dead Island 2 oder doch eher ein Little Big Planet 3? Schreibt es mir wie immer einfach in die Kommentare und morgen gibt es dann das letzte Video zu meinem E3-Special. Dann erwartet euch nämlich Nintendo mit einigen Überraschungen.